Ich glaub nicht. Schnell. Sonst würde die Musik sich jetzt verändern. Nein, der läuft ganz friedlich. Alles gut. Oh, kein Geräusch machen, kein Geräusch machen. Ich merke gerade, ich habe voll überzogen. Von daher werde ich einfach zwei Parts draus machen. Ich hoffe, ihr könnt mal damit leben. Das passiert mir eigentlich nie. Ich habe nämlich die Zeit vergessen. Das war etwas verflucht knapp. Ich habe mal gar nicht reagiert. Ich lasse in Ruhe auf mich zukommen. Okay. Sturmgewehr brauche ich nicht. Da ist ja noch einer in der Mitte. Verdammt. Sicherheitsterminal. Was kann ich denn hier machen? Bestimmt ein paar Kameras ausschalten. Das wäre schon mal verdammt praktisch. Die Brücke drehen. Sicherheit. Kamera aus. Entriegelt. Offen. Kamera aus. Kamera aus. Geschützstatus auf Feinde. Dann schieße auf Feinde. Und ich kann die Brücke drehen? Oh. 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 Speichern. Hoffentlich sieht er mich da oben nicht. Da unten meine ich. Sieht gut aus, sieht gut aus. Sieht er mich? Nein? Bisher nicht. Bisher nicht. Schmeißt du die Leiche doch einfach mal runter. Sorry, Junge, aber ich weiß nicht, wer du bist. Ist doch nicht mein Problem. Okay. Ich hätte vielleicht erstmal da hinten reingehen sollen, mal gucken, was da ist. Aber ich will den Kerl hier unten ausschalten. Der macht mir irgendwie Angst. Okay, und schnell. Verdammt! Knüppel! Hinterher! Schnell! Okay, das war knapp. Und du gehst auch erstmal in Ruhe etwas baden. Bye! Entschuldigung. Kann ja passieren. Die Kamera ist schon aus. Ich weiß nicht, was hier mich erwartet. Okay. Sieht mir eher aus wie ein Ausgang. Nee. Ich gehe mal wieder hoch. Das Wasser sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich sollte da besser nicht unten drin landen. Gibt es da unten noch irgendwas? Nee. Ist mir egal. Ich glaube, ich sollte die Brücke erstmal wieder drehen und da hinten rein. Das sieht irgendwie mehr nach etwas aus, was ich untersuchen sollte. Das da hinten sah irgendwie aus wie ein, ja, Ausgang, wie gesagt. Und nochmal Entschuldigung, dass ich jetzt gerade überzogen habe. Das ist eigentlich nicht meine Art. Eigentlich mag ich dieses normale Prinzip. Ich sag Bescheid. Ah, jetzt muss ich schnell rauf. Jetzt habe ich es geschnallt. Ich mag es eigentlich dieses so, hi, hier ist Part Y. Hi, hier ist Part X. Immer weiter. Okay. Und da hockt schon einer. Aber hier weiter geht's auch nicht. Egal. Na gut. Eine Zelle von Sicherheit an J. Stewart MJ-12, chemische Abteilung. Also heißen die MJ-12, MJ-12. Unser Sicherheitssystem ist online und aktiv, um die Integrität des Systems angesichts der bevorstehenden Lieferung aus Hongkong zu gewährleisten. Hongkong, okay. Da war doch Paul. Führen wir alle 12 Stunden einen Routinetest durch. Wenn Sie unseren Status überwachen möchten, greifen Sie bitte mit dem Login MJ-12 und dem Passwort Coup d'État auf das System zu. Ah, jetzt habe ich das Login. Gut zu wissen. Kann zwar auch hacken, aber das Login ist vielleicht manchmal schneller. Und dann kann ich auch nicht entdeckt werden. Ich kann keine Medkits mehr tragen. Auch nicht schlecht. Also muss ich doch wieder dahin. Weil da oben hin muss ich mit Sicherheit nicht. Okay, machen wir das mal eben. MJ-12, Coup d'État. Okay. Brücke drehen. Brücke wird gedreht. Der hier hat nur 3 Schuss aktuell drin. Den sollte ich mal nachladen. Ich will den immer schön frisch haben, weil das ist, wie ihr gesehen habt, gerade vorhin in Notfällen, ist das meine beste Waffe. Ja, so. Mal gucken, was mich hier hinten erwartet. Ja, hier ist schon mal alles ruhig. Ja, auch. Kameras aus. Dank meiner tollen Fähigkeiten. Ist da unten noch was drin? Irgendwie. Ne, sieht nicht danach aus. Obwohl, ist da hinten irgendwas? Da ist doch was. Ein Napalmkanister? Bestimmt für einen Flammenwerfer. Okay, ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Oh, die Tür geht auf.
Ist da einer? Ja. Was wieder war das? 2176? Ich mach's so, wenn... Ah, warte, nein. Ich kann das nochmal nachschlagen. 2167. Da ist er schon wieder. Egal, schnell. Hat keiner mitbekommen. Ja, und anscheinend ist das MJ-12. Puh. Wer auch immer das sein soll. 2167. Und da oben ist eine Kamera. Oh, hier scheint alles ruhig zu sein. Da unten ist einer, schon mal. Aber ich mache erstmal, dank des Passworts, das ich habe, erstmal hier alles aus, oder? Aus. Entriegelt, offen. Aus, entriegelt, offen. Stört das jemanden? Anscheinend nicht. Kamera aus. Okay. Das wird jetzt, glaube ich, schon etwas schwieriger, hier unbemerkt alle zu erledigen. Oh, der hätte mich fast sehen können. Wo geht der lang? Hoffentlich sieht er mich hinter der Kiste nicht. Ah, der ist genau da. Oh. Komm, geh wieder an die andere Richtung. Schnell, 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 schnell. Oh. Okay, da war noch einer. Der anscheinend auch hier hin und her läuft. Von daher kann ich den wohl abfangen. Läuft er jetzt rechts rum? Komm, dreh dich nach links. Du bleibst erstmal an der Tür hängen, du Vollidiot. Mir egal. Ich hab dich, hab dich. Oh, seht ihr? Man kann das schon schaffen, hier nach und nach jeden zu erwischen. Bestimmt auch wieder derselbe Zugangscode, 216. Aber was haben wir denn hier? Naja, in dieser giftigen Suppe... Wow, das hat er gehört. Ja, du hast dich geirrt. Hier ist keiner, hier ist keiner. Ich glaube, da hinten, das haben wir auf der Kamera gesehen, war ein Raum, wo ganz schön viele drin waren. Da habe ich keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Aber diese Tür hier unter anderem habe ich geöffnet. Der ist grün. Vielleicht ist das Fort Chick, bestimmt. Gibt's hier irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. You must be Fort Chick. Who are you? Smuggler sent me. Who's holding you here? I don't recognize the uniforms of the soldiers. I don't know. They're private security for a biotech company or something. They had me doing antibody work. Corporate security isn't usually outfitted to fight a ground war. They're doing experiments on people. They don't want anybody finding out. Make a break for it. I'll protect you. Here I go. Yo, hau ab. Ich hab den Weg schon für dich geräumt, also dürfte dir nichts passieren. Ja? Perfekt. Alles gut gegangen, alles gut gegangen. Aber ich schaue mich noch ein wenig um. Multitool und Dietrich, yes! Da ist nichts. Sekundärziel erreicht. Er ist also weggekommen, das ist die Hauptsache. Nanotechnologie für Dummies, okay. Ah, die führen menschliche Experimente durch. Ist da noch was? Nee, ich habe mich vertan. Gut, ich bleibe immer noch so hier unten, weil ich nicht weiß, ob die das hören können. 2, 1, 6, 7. Oh, das ist ein anderer Code. Ich frage mich, was dahinter ist. Ich glaube, das habe ich auf keiner der Kameras gesehen. Dann ist da wohl keine. Waffenkammer. Juhu, Phosphorraketen. Munition. Ich kann schon 10 mm Munitionspistolen gar nicht mehr tragen. Schrotpatronen. Elektroschocker, also ein bisschen Munition, eine EMP-Granate, die ist ja alles voll, Gasgranate, Scrambler-Granate. Hier unten ist ein Medikit, sehe schon gar nichts mehr. Normale Raketen, noch ein Ladegerät und eine leichte Abwehrrakete. Leicht? Das nennt ihr leicht? Für mich ist das Ganze ein schweres Geschütz.
Holla, die Waldfee. Das bewahre ich mal auf. Preiswerter und verlässlicher Raketenwerfer. Leider verfügt die Waffe nicht über ein Laserzielsystem. Wie alle anderen schweren Waffen behindert sie Law die Bewegungsmöglichkeiten eines nicht ausgebildeten Agenten entscheidend. Ja. Ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, ist das auch nur so ein einmal schießen und weiterlaufen Ding. Also, da ist ein Schuss und danach ist das Ding nutzlos. Aber ich glaube, schweres Geschütz können wir später bestimmt nochmal gebrauchen. Liegt hier unten Schrotpatronen unter einer Treppe? Sind das so komische Leute hier? Können wir nicht mal aufräumen? Gut, wir haben Fort Chick befreit. Ich glaube, wir sind keine Soldaten mehr unterwegs. Von daher haben wir unsere Ruhe. Dann mal besser wieder raus, weil ich muss ja nicht jeden Einzelnen erledigen. Bis die geschnallt haben, dass alle ihre Kollegen tot sind, bin ich schon längst weg. Huh, nein! 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 Das war unnötig. Das war ziemlich, ziemlich unnötig. Egal, gibt Schlimmeres. Ja, so. Ja. Ich guck mal, wo die Treppe da oben lang geht. MJ-12. Kudeta. Brücke drehen, ja genau. Weil ich möchte wissen, wo es da oben lang geht. Vielleicht ist das ein schnellerer Ausgang. Man weiß nie. Sieht gut aus. Ah, ist das noch ein anderer? Ein anderer Gullideckel, der mich sofort dahin gebracht hätte. Verdammt! Egal, wir haben es geschafft. Juhu, wir leben noch. Und haben irgendwelchen Typen auf jeden Fall ordentlich auf die Füße getreten. Ah, komische Typen. MJ-12. Wartet mal, ich habe doch mal von sowas gelesen. Aber naja, für den Fall, dass es damit was zu tun hat, sag ich mal lieber nichts. Holen wir erstmal unsere Belohnung ab. Yes. Password. Bloodshot. Genau. Wo ist der Fahrstuhl? Da ist er. Dann wieder runter. Ich speichere mal einfach. Einfach nur so, weil man weiß ja nie, was passiert, ne? Na, Ratte? Ah. Ach, stimmt. Du kannst ja nicht mehr über ein Geländer springen. Top-Agent. Und? Bist du zufrieden? I got your friend out. Ford, is he all right? Fine. You were right about those troops. Definitely not NSF. They're the CIA. They capture people and use them for medical experiments. I wouldn't go that far. You said you'd make it worth my while. Since you helped Ford, I'll cut you a deal. I'll give you a scope that will fit most handguns and rifles for 700 credits, a bioelectric cell for 250, or some light amplification goggles for 1125. Die Zelle ist schon mal gut. Here's 250 for the bioelectric cell. Deal. See you later. Hey, and thanks again for finding Ford. No problem. Ich meine, wir haben dabei auch ein bisschen was gelernt, ne? Wir haben so einen komischen MJ-12 da kennengelernt. See anything you like? Das Hilfenrohr klingt doch gut. I'll take the scope for 700. Deal. Alles klar. Gut, können wir das... Ich glaube, ich habe das schon an der Mini-Armbrust, ne? Ich sollte das... Ich sollte mal nachschauen, wie man nochmal das Hilfenrohr hier benutzt, also von der Tastenkombination her. Ja, dann bring ich mal die Stealth-Pistole an. Wenn ich sie irgendwann mal einsetzen möchte, dann ist so ein Zielfernrohr ganz praktisch. So. Wir hätten jetzt erstmal den ganzen Nebenkram erledigt hier. Und dann machen wir uns beim nächsten Mal auf zum Lagerhaus. Wir treffen uns dann bei Osgood and Sons. Das war dort, wo die NSF und die UNESCO sich miteinander, naja, nicht geprügelt, aber ein bisschen Streit, Waffenstreit hatten. Ja, und da treffen wir uns dann wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Ich bin euer Alex. Bis dann.